Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von NTAU TV. In unserer neuesten Rubrik Tower Duelle möchten wir euch gerne zeigen, wie wir uns gegeneinander zerfleischen, uns das Herz aus dem Körper reißen und natürlich uns auch lieb behandeln. Mit dabei ist auch noch der Benjamin. Hallo Dennis und hallo Zuschauer. Und zu diesem Anlass spielen wir heute natürlich, was spielen wir heute, Benjamin? Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Yes! Das ist doch mal das beste Spiel, um uns gegenseitig eins in die Piep zu geben. Genau. Und natürlich einen perfekten Online-Modus zu zeigen. Also das Vorzeigemodell Nummer 1. So, dann gehe ich mal auf die Gegnersuche. Ihr werdet überrascht sein, wie gut das Spiel nach Jahren noch läuft. Ja. So gut wie am ersten Tag, muss ich euch gleich sagen. Und das ist nicht gelogen. Ja. So gut wie am ersten Tag. Echt nicht gelogen. Das ist alles Ernte. Voll Ernte. da habe ich dich gefunden. So. Ich meine, alles auf Zufall. Zufall, suche ich das schon wieder. Ich muss dazu sagen, wir haben das Spiel jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Ich Jahre. Geht mir genauso. Wir haben vor uns nochmal einen Testkampf gemacht. Ja. Aber so richtig, die Steuerung. Die Steuerung ist ja sehr verwirrend. Also manchmal funktioniert sie, manchmal funktioniert sie nicht. Das hängt ja auch an dem tollen Online-Modus zusammen. Mm. Man sieht schon, wie gut er funktioniert. Wow! Oh Gott, was original kam hier am her? Oh, so was gibt's? Wusste ich gar nicht. Oh! Ja, das ist ja der Erfinder. Oh. Du bist ja der Herr der Schildkröte. Bist ja im Wasser drin. Toll! Ja, Dennis. Ey, ich bin der Oberteufel. Oh, du bist der quasi aus der normalen Dragon Ball Saga. Und dann wirst du auch wissen, dass ich jetzt leider töten muss. Boah. Dennis, hast geübt. Ja. Ich hab geübt. Eine Woche lang. So online. Ja, wie man sieht, der läuft sowas von flüssig. Also wenn es bei euch jetzt ruckelt, dann ist einfach euer PC schlecht. Also dein Name ist drum, was auch immer das für einen Tag. Okay. Die ging wohl ins Nichts. Ja. Die namenlose Attacke. Das ging. Boah, geht das schnell. Oh, ist mir voll reingegangen. Wie man sieht, spannend. Ich bin nicht so einfach die Chance. Wie man hört, wir smashen gerade auf dem Controller rum. Wir spielen das Ganze mit Gamecube-Controller. Ja. Weil mit Remote und Nunchuck da gehen wir gar nichts machen. So, jetzt bist du dran, Dennis. Oh oh. Oh. Gegen den Oberteufel hast du keine Chance. Ey, wie konntest du ja lenken oder was? Wie fühlen eindeutig die nackten Weiber? Weil dann kriegt doch Schimmuten Rosch wieder Nasenbluten und dann. Oh, irgendwie pisst mich das gerade an, dass du mich hier ein bisschen fertig machst. Du kannst doch nicht mehr drüber gehen. Ah, wo ist denn Sonic? Das ist ja so ein falsches Spiel. Also, es ging gerade mal ganz schnell. Habt ihr das gesehen? Es hat gerade mal funktioniert. Oh, es geht! Oh, ja, du sagst nicht so laut. Oh, okay, das war's schon. Oh, 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 oh. Nein, Wuten Rashi, tu's nicht! Ah. Wer als erstes an der Einfluss als sein Bein voll hat. Boah, wie hast du das gemacht? So, Dennis, würde sagen, das war's. Nein! Oh Gott, was machst du jetzt? Frisst du mich auf? Oh nein, nein, nein!
Jetzt kommt ein Freund von mir. Nee, oder? Au, 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 au. Ja, das tut weh. Das war der Rücken, Hexenschuld. Finish. Next. Oh, auch noch schön ins Wasser, genau. Schöne Runde, würde ich sagen. Lief auch mal schneller als gedacht. So. Da machen wir doch direkt noch einen Rückkampf. So, nochmal Zufall, ja. Natürlich. Zufall. Und mal sehen, was uns jetzt für eine Kombination bevorsteht. Ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh nee. Yeah, Son Goku gegen. Oh, wie heißt der nochmal? Guido. Guido. Doch, diese Heulsoße, oder der immer so auf Pause macht, oder? Ey! Ich glaube, wir müssen uns auch mal ein bisschen prügeln, ja? Sonst kommt hier keine Ecke. Also, klein zu Goku schon auf Namek. Ah. Strange. jetzt geht's wohl sehr gut an. Also, irgendwie. Macht mich gerade das kleine Kind hier fertig. Komm doch, wenn du das willst. Komm doch. Nein! Oh! Yeah! Oh, das kam jetzt echt schnell. Das Problem ist, so ein Goku als Kind kann ja nicht völlig unbegrenzt fliegen. Da steht wo sind seine Schwänze. Lustig. Also irgendwie. Dann ist das definitiv die falsche Charakter. Ja. Na? Oh, oh, okay. Oh. Ah, das ist gut, wenn man ausweichen kann. So. Oh, jetzt aber. Oh. Mach doch den anderen Goku nicht so kalt. Der hat noch einige Gegner zu besiegen. Was heißt das? Aha. Okay. Oh, es bringt doch nichts, wenn ich so weit weg bin. Oh! Hab dich etwas getroffen? Glückwunsch. Das klingt. Eindringen! Das klingt pervers. Oh, das ist doch das, was er doch bei Piccolo gemacht hat und dann doch den durchlöchert hat, oder? Richtig. Ich bin jetzt so ein Zeitlupen. Wunderbar. Boah! Ja, das sieht schon gut aus. Ja, das hat mir jetzt einen Gnadenstoß gegeben. Also ich muss sagen, es läuft besser als vorher. Ja, deswegen ist dann immer noch ein Match. Es gibt nicht auf. Wir spielen so lange, bis Dennis einmal gewinnt. Komm, wir nehmen jetzt mal Charaktere, die wir wollen. So zum Abschlusskampf. Oh, nee. Okay. Zufällig, ich hab's schon ausgewählt. Zufällig. Nur weil du ja nicht weißt, wer was kann. Bin ich ja mal gespannt. Son Goku, ja, er ist und ist. Ist aber relativ wenig. 5, 6. Bei mir muss Son Gohan Schwert rausziehen. Oh nein, wieder von der Ginyu. Oh, 2 von der Ginyu vor. Komm, wir laden uns gleichzeitig auf. Okay, warte. Nee, der eine ist nicht aus dem Ginyu. Wie lädst du dich denn auf? Da kannst du. Wie, nicht mehr? Oder was? Hey! Oh, das war jetzt mies! Ich komm extra zu dir hin. Ich entschuldige mich. Ey! Ich wollte jetzt eine sagen. Ah.
fliege? Ich fliege und fliege und fliege. Also du musst aber sagen, wenn du das Spiel offline spielst, da hat es eine extreme Geschwindigkeit im Gegensatz zu dem hier. Da musst du dich dann erstmal wieder dran gewöhnen. Don't underestimate me. Also irgendwie habe ich keine Chance gegen dich. Hä? Wenn man einmal wieder weiß, wie die Steuerung funktioniert. Was? Okay. Sau lustig. Stimmt, das hat er ja auch wirklich auch gemacht mal in Folgen. Okay, ich lasse dir jetzt mal eine kleine Chance. Mach doch mal eine Riku-Schredderblitz. Vielleicht tausche ich jetzt mit dir den Körper. Okay. Nee, das ist der andere. Okay. Stimmt. Stimmt, stimmt, ja. Das bist doch du, oder? Wer das Ja, Druckwelle erzeugt, also. Oh nein! Steampunk. Wir kämpfen wieder auf Name oder was? Na, ich glaube, sind immer auf der Erde, oder? Oder im Kaio Reis. Ach, das kenne ich ganz genau. So, maximale Power. Das ist immer selber. Ja, ich. Dafür effektiv. Das ist ja echt gemein von dir. Normalerweise ist er schon längst im Kampf. Oh. Just try it. What the fuck? Oops. 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 Also irgendwie komme ich mir gerade machtlos vor. Ich kann nichts machen. Außer jetzt ein bisschen mal. Ich sehe nichts mehr, Alter. Ich stehe von der Wand. Ja. Wow. Oh, was ist das? Au, au, au. Ja, so geht's natürlich auch. Benjamin? Wow! Mega lag! Ist wie als wäre die Zeit stehen geblieben. Ich schwitze von dir! Verdufte mich lieber. Oder auch nicht. Boah. Oh Scheiße. Ich bin gleich nicht. Ja.
Fleisch gebe ich nicht auf! Penner! Stirb! Nein! Ich muss jeden Leck ausnutzen! Jeden Leck! Ich will nur noch einmal noch mal reinhauen! Immer durch selber targetet. Ja, ich kann nichts anderes machen. Boah, Kauge, Mann. Oh. So, ich würde sagen, das war ein cooles Match, Benjamin. Ja. Mit Dragon Ball Z, Budokai Kai Tenkaichi oder so. Budokai Tenkaichi 3. Also wir können auch so selbst sagen, offline macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß. Es hat sehr, sehr viel Umfang. Plus online, ja. 150 Charaktere, ne, oder wie viel es gibt? Ja, es gibt ziemlich viel über 100 auf jeden Fall. Einen Story-Modus gibt es auch. Man kann quasi die ganze Dragon Ball Z-Saga spielen. Und ja, da verabschieden wir uns. Und wir werden sicherlich auch mehr solcher Videos mal machen, wo wir gegeneinander aber hoffentlich antreten. Hoffentlich mit besserem Online. Genau. Also, tschüss! Dieses Video wurde gesponsert von Harpack.